Hallo, mein Name ist Norbert Siebert. Ich bin hier im Elisabeth Krankenhaus Kassel, der Leiter der Betriebstechnik. Wir sind hier ein wichtiges Bindeglied zwischen Patient, Technik, Pflege und Ärzteschaft. Wir sind für alle technischen Gewerke hier im Hause zuständig: Lüftung, Heizung, Elektro, Kälteerzeugung. Mir macht eigentlich am meisten Spaß der Umgang mit meinen Mitarbeitern. So, am Reparieren noch, Matthias. Eine Klingel noch von der 4A. So, Norbert. Und? Grüß dich, Alles am Norbert. Laufen? Alles am Laufen. Es ist ein freundschaftliches Verhältnis und ich muss ehrlich sagen, ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Es macht richtig Spaß. Eins der ersten Aufgaben morgen früh ist eigentlich Sichtung der eingegangenen Arbeitsaufträge. Wenn dringende Arbeiten anfallen auf Stationen, werden meistens telefonisch gemeldet. Da muss ich dann sofort jemanden hinschicken. Siebert? Ja gut, ich gebe das mal an den Kollegen weiter. Kümmern wir uns drum, ne? Ja, tschüss. Da komme ich auch mit Patienten in Kontakt. Gerade wenn am Wochenende ein Telefon geht nicht und man kann da noch kurzfristig helfen. Wir haben eine moderne Telefonanlage bei uns im Haus und die Patientin hatte den Telefonhörer verkehrt rum am Ohr und hat sich dann gewundert, dass es so leise war. Und da hat man dann schon manchmal so, ja, so Erlebnisse. Und die war dann natürlich froh, wo man ihr erklärt hat, dass der Hörer eigentlich andersrum gehört. Ich habe am 1. Oktober 1985 hier im Elisabeth-Krankenhaus angefangen. Ich denke, dass ich jetzt mittlerweile alle Ecken hier im Hause kenne. So, am Tage 5, 6 Kilometer sind es. Wenn es nicht gerade 4, 5 Etagen sind, die ich da unbedingt machen muss, laufe ich eigentlich immer die Etagen. Also das habe ich mir eigentlich so angewöhnt, dass ich so wenig wie möglich mit den Aufzügen zurücklege. Ja, ich wollte mich nochmal wegen der anstehenden oder wegen der Baumaßnahme erkundigen, ob es irgendwelche Probleme gegeben hat. Ihr wisst ja selber, die Zimmer rechts und links sind belegt während der Umbaumaßnahme und es ist immer mit Staub, Lärm zu rechnen. Das war dann zwar teilweise natürlich unangenehm, aber durch die Gespräche war es dann vermindert. Vielleicht könnt ihr da ja noch mal mit den Patienten reden und dann denke ich, ist die laute Phase vorbei. Wir haben eine Verantwortung dem Patienten gegenüber. Das gehört zu unserem Berufsbild mit dazu. Also das ist eigentlich mein Steckenpferd, dass man die großen Zentralen mal durchgeht. Einmal im Monat müssen wir mit unserem Notstromaggregat einen Probelauf durchführen. Wir hatten schon mal einen Netzausfall, der vom Netzbetreiber kam, sodass eben das komplette Haus mal dunkel war. Da kommt man natürlich dann schon ins Schwitzen. Aber es hat dann im Endeffekt alles funktioniert. So, und jetzt werden wir erstmal unseren Gehörschutz aufziehen, weil es wird laut. Das ist hier das Zentrum des Krankenhauses. Das ist ein Ort der Ruhe. Ich habe selber schon hier oft erlebt, dass auch Ärzte hierher kommen und Ruhe schöpfen. Ich glaube, dass die Patienten das schon mitbekommen, dass hier im Hause die Gottesdienste regelmäßig übertragen werden, dass Ordensschwestern im Haus unterwegs sind, die sich um die Patienten kümmern und sehr fürsorglich kümmern. Ich glaube, dass das jeder im Hause merkt. Also ich selber bin auch katholisch. Ich glaube, dass es schon für ein Krankenhaus und auch für die Mitarbeiter wichtig ist, dass dieses hier im Hause gelebt wird und sich auch auf die Patienten überträgt.
Wir haben unsere Arbeit hier im Haus und ich sehe die schon als sehr wichtig an. Würden wir nicht hier mit im Hause sein, würde das Haus so nicht arbeiten können.